wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist Jagdclub-Zeit und wie könnten wir diese Zeit besser einläuten als mit der Lindenfanfare unserer Jagdhornbläser. Und, Sie merken es, es brennt uns hier im Land. Es brennt uns, denn wir haben genug davon, dass sich einige wenige richten, anstatt als Volksvertreter für das aufzutreten, wofür sie eigentlich einzustehen haben. Und in Momenten der Entscheidung eher hinter potenten Unternehmern, denn für das Volk vertreten. Und ihr und wir haben heute gemeinsam die Möglichkeit, per Voting und mit euren Fragen genau jenen diese zukommen zu lassen, die für diese Entscheidungen und den politischen Stil in unserem Land verantwortlich sind. Und damit dieses Voting und eure Fragen gebündelt werden und das so, dass es Sinn macht und wir das in die politische Runde werfen können, wir haben alle 11 zur Tiroler Landtagswahl antretenden Parteien auch tatsächlich hier, gibt es sie. Der Ruf des Jagdclubs schallt mittlerweile über die österreichische Grenze hinaus nach Deutschland. Sie reportiert und moderiert normalerweise für SAT 1 und N24. Hier und heute ist sie unsere Jagdclub-Community-Reporterin Janina Breitling. Ja, servus Flo, hallo, hier live aus der Regie Backstage. Was machen wir hier? Hier haben wir einmal eure Votings im Blick. Das bedeutet, wir sehen hier direkt, ob die Daumen rauf oder runter gehen für die Politiker. Und außerdem kommen hier eure Fragen rein, die ihr an fragen@jagdclub.tv stellen könnt. Und die leiten wir direkt weiter zum Flo ins Studio. Ihr müsst hier euch nicht anmelden, um zu voten oder Fragen zu stellen. Das funktioniert alles so. Und deswegen würde ich sagen, es spricht nichts dagegen, heute Abend mit uns hier ein bisschen auf Jagd zu gehen. Und er spielt sozusagen den musikalischen Genuss dieses Jagdclubs. Wir freuen uns, er ist Multi-Instrumentalist. Herzlich willkommen und Dankeschön, Jo Stöckholzer. Es ist so wundervoll, mit dir hier zu sein. Ich will nicht weg, komm, bleiben wir hier, bleiben wir hier. Wow. Beginnen wir bei jenem Mann, der die meisten von Ihnen, zumindest Tirolerinnen und Tiroler, seit Jahren hinter sich weiß. Die meisten in Tirol wählen seit Jahren ÖVP. Hannes Tratter, seit wie vielen Jahren ist Ihre Partei jetzt an der Macht in Tirol? Seit fast 70 Jahren. Da wundert sich der eine oder andere, warum Sie immer noch die meisten Gelder in die Hand nehmen müssen, um Wahlwerbung zu betreiben, wenn Sie die meisten Wähler schon für sich gewonnen haben. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich eine Struktur und eine Organisation haben, dass die Tiroler Volkspartei in jeder auch noch so kleinen Gemeinde entsprechend vertreten ist und wir die Arbeit der Ortsgruppen auch entsprechend unterstützen, weil wir froh sind, dass wir in ganz Tirol entsprechend vertreten sind und auch die Möglichkeit haben, uns für die ganzen Tirolerinnen und Tirolerinnen von Osttirol bis ins Außerfern entsprechend einzusetzen. Aber Sie überzeugen alle 5 Jahre. Warum wird der Aufwand immer größer? Ist die Überzeugungsarbeit immer härter oder wollen nicht mehr so viele von Ihnen überzeugt werden? Im Vergleich und im Verhältnis zur Größe der Partei, wenn Sie das jetzt auf die Prozente herunterrechnen, die Tiroler Volkspartei hat momentan etwas über 40% bei den letzten Wahlen erreicht. Wenn Sie sozusagen die Summe, wir investieren ca. 1,5 Millionen Euro in diesen Landtagswahlkampf, wenn Sie das auf die Prozente herunterrechnen, dann sind wir wahrscheinlich bei den Prozente weniger intensiv als manche andere kleinere Parteien, die in Relation wesentlich mehr investieren müssen, um an die Bevölkerung ranzukommen. Jetzt gibt es ja seitens der politischen wahlwerbenden Parteien auch einige unter Ihnen, die sozusagen nicht mehr für die ÖVP kandidieren, sondern die eigene Liste zum Antreten in die Wahl schicken. Die Liste Fritz war die erste, mittlerweile sind es einige mehr geworden, gewachsen. Ich möchte bei Ihnen beginnen, Frau Andrea Haselwanter-Schneider. Warum nicht mehr ÖVP? Ja, 70 Jahre ÖVP sind genug, sind wir der Meinung. Das waren wir 2008 auch schon. Und wir haben gesehen in den vergangenen 5 Jahren, dass da einfach nichts weitergeht. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht bestätigen, wenn der Herr Landesrat Tratter davon spricht, dass Sie so eine tolle Bilanz aufzuweisen haben. Es ist nicht fair, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass das alles so toll gelaufen ist, auch in dieser Periode. Wir sind sehr oft mit unseren Ideen abgeblitzt und es ist nicht in Ordnung, wenn man dann hergeht und wenn man Anträge der Opposition zuerst ablehnt und dann nach einiger Zeit abschreibt und selber einbringt. Und wenn man auf Landhausgängen nachher hört, na eigentlich habt ihr eine tolle Idee gehabt, aber die war halt von euch. Also das ist die tolle Bilanz offensichtlich. Sie merken, meine Damen und Herren, uns geht es ausschließlich um den politischen Stil im Land. Wir haben einen interessanten Vertreter da mit Hans-Peter Mayer vom Team Stronach, der da sagt, ich bin transparent. Herr Mayer, wir haben lang gesucht und haben keine einzige Kandidatenliste gefunden, wonach wir wissen, wen wir wählen, wenn wir Sie wählen. Was ist los? Ich würde sagen, die Kandidatenliste ist veröffentlicht auf der Homepage vom Land Tirol. Ganz sauber aufgelistet, alle drei. Warum nicht auf Ihrer Homepage? 4. Die sollte aber inzwischen drinnen sein. Bitte mal gegenchecken, live, ist noch online nicht bitte. Drin. Aber sollte können drin wir sein. Gern ja, sollte sein. Aber wenn, dann schuld sind in dem Fall wieder mal die Wiener natürlich, weil die Wiener auch in dem Fall das steuern von unten aus. Und wenn die das nicht reingeben und rauslassen, sind die Wiener schuld. Das habe ich Ihnen schon einmal gezeigt. Wir Tiroler werden sicher viel, viel schneller. Wenn man Sie wählt, wie lange werden wir Sie dann als Gesicht sehen? Sie sind auf keinem einzigen Plakat drauf. Wir kennen von Frank Stronach die Möglichkeit, nach 2 Jahren die Führung komplett auszutauschen. Wählt man Sie? Auf jeden Fall, ja. Warum sind Sie dann nirgends präsent? Nein, im Fall des Falles würde ich mich auf jeden Fall 5 Jahre lang festkrallen, würde ich sagen. Und es kommt in der Woche noch ein paar Mal sowohl die Kronenzeitung als auch die Tiroler Tageszeitung. Und ich glaube, dass ab und zu mein Gesicht per Folder und so weiter auftaucht. Eine kurze Frage noch. Wir haben eine Frage aus der Community im Vorfeld bekommen. Ist mehr eine Unterhaltungsfrage, aber interessant. Sagen Sie eigentlich Frank Stronach oder sagen Sie Franz Strohsack? Immer nur Frank. Also er sagt immer auch sofort, wenn man Sie sagt, na, nur per Du und nicht Frank, sondern immer nur Frank. Die Frage ist auch aus der Community gekommen. Die Grünen zum allerersten Mal fällt auf, sie sind für etwas in diesem Wahlkampf, aber meistens dagegen in der Vergangenheit. Reicht es, dagegen zu sein? Es ist in dem Land sogar sehr wichtig, dagegen zu sein. Wir haben sogar einmal Aktion gestartet, lieber Neinsager als Schweinsager. Wie wir gesehen haben, was Herwig van Staa damals gemacht hat. Also ich finde, das ist einfach die ÖVP, und den Herrn Platter haben wir ja freundlicherweise da, der uns das genauer erläutern wird. Die ÖVP ist einfach eine Partei, wo man sagen muss, wenn man dagegen ist, dann ist man in 90% der Fälle einmal auf der richtigen Seite. Und ich glaube, deswegen macht es auch Sinn, dass wir Grüne ganz gegen ganz viele Sachen dagegen sind. Roland Steixner von der KPÖ. Interessant gehört zu haben im Vorfeld, Sie rechnen gar nicht damit, dass Sie in den Landtag kommen. Herr Steixner, warum tun Sie sich das Ganze überhaupt an? Wenn Sie nicht einmal Sie glauben. Naja, also ich kenne ja so die Umfragen, die es halt gibt, und von dem her gesehen kann ich sagen, es ist natürlich mitnichten sicher, dass wir einziehen. Also bin ich da in der Einschätzung realistisch. Sind Sie da dann motiviert? Naja, es gibt schon ein paar Gründe, warum man das trotzdem tut. Und zwar deshalb, weil es um gewisse Inhalte geht, die eben die KPÖ vertritt. Und nur wegen dieser Inhalte, die halten wir für zeitlos und für wichtig, dass sie auch bei jeder Wahl eben zur Debatte stehen, ganz egal, wie dann letzten Endes der Wählerzuspruch ausschaut. Irene Labner, ein großer Vorwurf, den wir da in der Runde dann auch diskutieren, ist immer wieder, wenn es um politischen Stil geht, wie lobbyiert ist Meinung und die Entscheidungsfindung dahinter. Glauben Sie nicht, dass wenn Sie Entscheidungen basisdemokratisch freigeben, wird es immer schwieriger zu entscheiden, wer da eigentlich die Stimme abgibt? Dass es beispielsweise der DIVAG viel Geld wert sein wird, dass es möglichst viele Klicks gibt? Ja, das ist sicher ein Problem, das wir Piraten auch derzeit stark diskutieren, nämlich dass Delegationen vergeben werden, zum Beispiel zur Stimmabgabe. Da gibt es Piratenparteien, die das derzeit praktizieren. Aber es gibt aber auch Piratenparteien, die es nicht machen. Bei der Landtagswahl eigentlich nur ein Projekt, eine Projektidee, man weiß nicht, was tatsächlich dabei herauskommt. Es ist Testphase. Also, wir würden jetzt zum Beispiel, also gesetzten Falles, wir würden ein Mandat machen und es stehen politische Entscheidungen an fürs Land Tirol, dann würden wir das auf unserer Webseite zum Beispiel zur Abstimmung stellen. Und da kann dann im Prinzip jeder teilnehmen. Klar ist auch die Gefahr gegeben, dass jetzt, sagen wir, eine Gruppierung dann sich zusammentut und dann mit 50 Stimmen dann da einmarschiert und diese Abstimmung an sich reißt. Ne? Einen braucht es ja dann, der sozusagen diesem Abstimmungsergebnis Sprache verleiht. Jetzt gibt es Alexander Hofer im Gemeinderat. Ich habe mich erkundigt, wie oft er sich zu Wort meldet. Der Herr Hofer, naja, keine 5 Mal. Der Herr Hofer, der hat ja auch der Basisdemokratie abgeschworen und deswegen hat er wahrscheinlich wenig intellektuellen Input. Ne? Sie gehen auf klaren Bruch. Ja, absolut. Wir sehen gleich in den ersten Wortmeldungen, beim Voting tut sich einiges. Hans-Peter Mayer, Sie sind bereits im Timeout. So früh hat es noch keiner geschafft, Sie dürfen jetzt leider nichts dazu sagen. Sie kriegen jetzt 3 Minuten der Erholungszeit, heuern zu und starten dann wieder bei 0:0. Um in die Runde zu gehen, Herr Reheis. Also zunächst einmal darf ich, wenn wir da im Jagdclub sind, euch gratulieren, auch zu dem Halali, das einleitend geblasen wurde. Ich habe uns ein Maskottchen mitgebracht, eine Jagdente, die uns heute am Abend begleiten soll. Die hoffentlich geht keiner baden. Herr Reheis, Frage angekommen bei fragen@jagdclub.tv. Ihr Kollege Herr Pupp meinte, wir brauchen mehr Rock'n'Roll in Tirol. Was passiert eigentlich mit Ihnen persönlich, falls die SPÖ am Sonntagabend voll den Blues hat? Also ich bin an und für sich ein recht guter Tänzer, mag gerne Musik. Also warum soll man sich nicht auf einen Blues einlassen? Warum nicht auf einen Rock'n'Roll? Wenn wir in politischen Größen sprechen, Sie haben das Bild gut aufgegriffen, ja. Aber in politischer Größe heißt es? Sie tanzen für wen anderen oder mit? In politischer Größe heißt es, dass wir als Sozialdemokraten und ich ganz besonders als Gerhard Reheis mich für die Bevölkerung von dem Land einsetze und tanze. Gemeinsam mit meinen Partnern, mit den Kandidatinnen und Kandidaten der SPÖ Tirol für die Zukunft. Sie werden weiter dabei bleiben, egal wie das Ergebnis ausgeht. Das ist ja wahrscheinlich eine personelle Frage. Ja, ganz klar, ja. Das Hauptproblem in diesem politischen System in Österreich ist, dass dann nur Leute angezogen werden durch das Geld und dann am Gangelbandel der Parteien hängen, weil es um viel Geld geht. Weil wenn man mir 5.200 €, anbietet, ja, dann mache ich natürlich das, was man mir sagt. Für 7 Sitzungen im Jahr, das ist ja lächerlich. Die Leute sollen einmal erfahren, wie viel Geld da im Spiel ist. Wenn Sie so wenig von Politikern halten, Sie sind sozusagen nicht wert, warum wollen es dann einer werden oder sind einer? Um Gottes Willen. Es geht nicht, ich habe nie gesagt, ich halte nichts von Politikern. Bitte, die Politik begleitet uns und schafft die Rahmenbedingungen von der Bahre, von der Wiege bis zur Bahre. Natürlich ist es wichtig, aber es ist wichtig, dass wieder Ehrlichkeit eintritt und dass Leute den Job machen, die ihn aus Herzen machen und mit beiden Beinen am Boden der Realität stehen. Aber Herr Putschelle, mit Herz allein sind Sie wahrscheinlich auch nicht Geschäftsführer eines Autohauses. Würden Sie diesen Job hobbymäßig betreiben? Um Gottes Willen. Deshalb bin ich ja dafür, dass all die Landtagsabgeordneten, was sie eigentlich die meisten tun und schaffen, eine Vollzeiterwerbstätigkeit haben und im besten Falle... Glauben Sie, politische Verantwortung lässt sich halbtägig in der Freizeit lösen? Für Landtagsabgeordnete schon. Ich rede nicht von Regierungsämtern, ich rede von Abgeordneten im Landtag. Uns zu unterstellen, dass wir da drin nur alle 2 Wochen oder 3 Wochen einmal ein Springel vorbeikommen und die Arbeit, die dahinter steht, nicht beurteilen, das ist eine Sauerei. Hm. Gell, aber wir können so 2600, die Hälfte reicht. Und dann sage ich noch, dann tust einmal deinen Listenzwarten fragen, ob er auch dabei ist, weil das war der mir gesagt hat, er möchte zu uns, als einziger aller Abgeordneten gegen die Parteienförderungserhöhung gestimmt hat von euch lieben Herren. Der gute Listenzweite wollte ja seinerzeit zu uns in den Club, und habe gesagt, was willst du bei uns? Wir passen nicht zusammen. Und ich gesagt, weil nachdem sie mich bei den Freiheitlichen ausgeschmissen haben, suche ich wieder einen Platz, wo sie mir die Parkgebühren zahlen. Dann habe ich gesagt, woher denn? Ja, von der Clubkasse. Habe ich gesagt, mein lieber Freund, bei uns kriegt keiner die Parkgebühren zahlen. Nicht also. Wenn Sie das als neuen Stil verstehen, den Sie selbst predigen, dass Sie einen politischen Mitbewerber, der neben Ihnen sitzt, fast erschlagen beim Gestikulieren, dann muss ich sagen, dann gute Nacht, wenn Sie 2 Jahre im Landtag sein, dann werden wahrscheinlich 4 oder 5 Abgeordnete verletzt werden pro Sitzung. Also das kann nicht der neue Stil sein. Es geht auch ohne, dass man um sich schlagt, es geht auch, dass man dem politischen Mitbewerber zuhört. Das soll der neue Stil sein. Versucht man doch endlich der Bevölkerung zu zeigen, dass man nicht populistisch 8 Wochen vor der Wahl über Gehälter oder sonst solche Dinge reden. Das mag schon sein, man hat es jetzt in den letzten 4 Wochen am deutlichsten gehört, das sind die Probleme unseres Landes. Die Spekulationen, die Gelder, die durch Fehlentscheidungen in dem Land eigentlich passiert sind, die machen ein x-faches von dem aus, was in Zukunft in der nächsten Legislaturperiode wirklich dann vermieden werden soll. Und das ist auch der Grund, warum es, das ist auch der Grund, lass mich jetzt bitte ausreden, ich habe die ausreden lassen, das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, es ist an der Zeit, dass sich der Politiker nicht ständig selbst schlecht macht. Heute habe ich schon 40 Minuten nur, wie man Leute, die nicht einmal da sind, vernadert. Und bitte tut es doch endlich einmal auch denen eine Chance geben, die was verändern wollen. Janina, was tut sich in der Community? Und dann sind wir zurück hier. Ja, Flo, hier tut sich einiges. Wir haben über 7000 Votes, die hier reinkommen. Ganz interessant, Fritz Gurgiser holt auf und Hans-Peter Mayer steuert geradewegs auf das nächste Schweigeminütchen hin. Was auch spannend ist, die Community stellt immer wieder Fragen zum bezahlbaren Wohnraum in Tirol. Das betrifft angeblich euch, das betrifft uns. Jetzt die große Frage, inwiefern betrifft es dann auch die Politiker? Sie waren jetzt 4,5 Jahre in der Rolle des Mitgestalters. Der Mut erfasst sie ein halbes Jahr vor der Wahl. Braucht es wieder oder einige Wochen? Wie viel Zeit muss wieder vergehen, dass die SPÖ, wenn sie Regierungsverantwortung trägt, wieder mutig ist? Also grundsätzlich bin ich sehr mutig, weil ich habe das Thema Agrargemeinschaften schon nach Wien getragen, wo ich am Nationalrat vertreten war, weil zu diesem Zeitpunkt in Wien überhaupt niemand was davon gewusst hat, wie die Tiroler Situation im Bereich der Agrargemeinschaften sich abspielt. Wir kennen Inhalte, aber, wenn nein, aber man muss das aber bitte auch sagen. Dann erfordert der Rechtsstaat eine bestimmte Zeit. Gerhard Reheis ist seit Juni letzten Jahres Parteivorsitzender. Ich konnte da nicht mehr zuschauen und es ist auch spürbar, dass mit einem neuen Parteivorsitzenden auch eine neue Handschrift spürbar ist. Das heißt, Sie haben mehr Mut. Das ist es. Rudi Federspiel auch als Lokalpolitiker in der Stadt Innsbruck, die Sozialdemokraten, die SPÖ war immer zuständig für die Wohnungen, es ist nichts passiert die ganzen Jahre. Immer vor die Wahlen wachen sie auf, 6 Wochen vorher. Das Einzige, was zusammengebracht habt, das war ja ein super Spruch, wo der Herr Gschwentner auf der Maschine oben sitzt und sagt, Mieten runter, Löhne rauf, hat er geschafft. War super, aber nur für sich selber. Das Thema Stil für Sie noch, wenn wir schon bei den Wahlplakaten sind. Vor einem Jahr sind Sie da gesessen und haben dieses Marokkaner-Plakat lächerlich gefunden und haben nicht das Marokkaner-Plakat, sondern ich habe den Spruch gefunden. So und den Spruch dazu. Sie haben gesagt, damals vor einem Jahr, das wäre so, wie wenn Rudi Federspiel draufschreibt, mehr oder weniger in einem Comedy-Stil, Federspiel statt Drogendeal. Jetzt tun sie es. Genau jetzt so tun sie es. Vor einem Jahr haben sie darüber geschmunzelt. Nein, nicht über meinen Spruch habe ich geschmunzelt, sondern ich habe darüber geschmunzelt, wie sich der Benz damals präsentiert hat. Das Problem der Marokkaner ist heute noch latent in der Stadt. Und der Spruch Federspiel statt Drogendeal, der passt. Damit sind Sie raus. Die Community hat im Vorfeld mehrmals die Frage eingereicht, was heißt das jetzt inhaltlich? Federspiel heißt statt Drogendeal. Sie bekommen das Päckchen bei Ihnen? Oder? Dass sich der Federspiel einsetzt, erstens einmal gegen die Drogenhändler in erster Linie und in zweiter Linie auch für die Drogenkranken. Und da ist ein Versäumnis auch vom Land Tirol. Also das sind schon große Punkte. Sie deswegen sage ich, Federspiel, Sie wissen ganz genau, dass es da genau sehr viele Initiativen und vor allem sehr engagierte Sozialarbeit. Deswegen sage ich, geht es um mir mal. Die Suchtkrankheit dann geht es ins Was Konfidro. Sie macht, ist nichts anderes, als wir nur zu kriminalisieren. Ja, gar Herr Federspiel, das ist falsch. Also beim Rudi Federspiel gibt es wirklich nur eine Schallplatten, die auflegt und die läuft im Kreis. Und da ist sie langweilig. Ich habe keine Schallplatten, sondern das ist ganz klar. Da ist sie halt irgendwo hängen geblieben, diese Schallplatten. Das ist dein politischer Stil, das ist der da. Ihr habt einen anderen Vorschlag für einen Spruch. Fahren Sie mit Federspiel an Ihr liebstes Urlaubsziel, dann waren Sie weg und die Leute hatten in Innsbrucker Ruhe. Ja, aber da sind Sie im Ausland. Ich möchte was zur Verteidigung von Hannes Gschwentner sagen, nachdem er da vorhin so angegriffen worden ist beim Thema Wohnen. Ich meine, ich finde es nicht in Ordnung, dass Hannes Gschwentner weich gefallen ist, wie er seine neue Heimat nach dem Ausscheiden aus der Politik gefunden hat, finde ich nicht. Aber ich möchte was sagen, was vielleicht nicht so viele wissen. Christian Switak von der ÖVP hat bekanntlich in einer günstigen Penthouse-Wohnung vom Seilbankkaiser Schulz gewohnt. Und wir wissen alles, wie das war, wie das gewesen ist. Was viele nicht wissen, ist, so daneben das von Christian Switak war. Ja? Und ich denke mir jetzt mal, wenn ich an so einem ÖVP-Wahlplakat vorbeifahre, wo gewarnt wird vor italienischen Verhältnissen, frage ich mich jetzt mal, wer denn die sizilianischen Verhältnisse bei uns eingeführt hat. Aber zur Ehrenrettung von Hannes Gschwentner muss man sagen, Heinz Schulz hat diese gleiche Wohnung vorher Hannes Gschwentner angeboten und er hat sie abgelehnt und das finde ich auch richtig. Also es geht hier ganz schön rund. Hans-Peter Mayer vom Team Stronach ist kurz davor, das dritte Timeout zu bekommen. Das würde bedeuten, dass er aus der Diskussion leider ausgeschlossen wird. Jetzt die Frage, wie kann das überhaupt passieren, wenn jemand noch gar nicht so viel gesagt hat? Wir können da nichts für. Man muss allerdings wissen, dass dieses Voting nicht nur ein inhaltliches Voting ist, sondern auch ein Sympathie-Voting. Bedeutet, wenn Herr Mayer nicht so die hohe Sympathie hat, kann er halt schnell rausfliegen. Positive Nachricht, Rudi Federspiel ist wieder drin. Er kann weiter mit diskutieren. Er hat sein Schweigeminütchen abgesessen. Wer zahlt Ihnen eigentlich die Roaming-Kosten, wenn Sie des Öfteren mit Frank Stronach telefonieren? Ja, die zahlt schon der Frank Stronach. Das passt schon. Aber das heißt, Sie stehen mit ihm in regelmäßigem Kontakt? Ja, also morgen hole ich ihn ab in Klagenfurt, dann fahren wir nach Lienz, dann nach Hall, dann Delfs, Imst, dann wieder zurück. Das passt schon. Ja. Wie sehr sehen Sie sich dabei in der Rolle der Marionette? Einer bestimmt, der andere führt aus? Nein, absolut nicht. Ich sehe das eher als Chance, weil er gesagt hat, macht ihr Tiroler was, wir kriegen relativ Spielraum von ihm relativ viel, können in Tirol als relativ junge Mannschaft einiges machen. Durchschnittsalter, wenn man mein Alter und seines zusammenzählt, sind wir ungefähr Mitte 50, das passt ganz gut für einen Politiker. Das heißt, da schauen wir schon, dass wir was Gutes für Tiroler machen. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie jetzt als der Erste sind, der aus der Sendung fallen, aber in dem Fall ist es so. Sie sind im dritten Timeout und wir müssen uns von Ihnen leider verabschieden. Ich hätte nämlich eine Frage noch gehabt an Sie, aber damit sind Sie der erste Kandidat, der sozusagen aus unserer Sendung Vorzeit gehen muss. Wir haben natürlich einen musikalischen Beitrag für Sie vorbereitet. Aber ich kriege jetzt einen sichereren Verlauf. Sie rutschen eins weiter, Herr Mayer, bitte. Herr Mayer, komm jetzt mit. Zum Gegner Wand gerannt und jetzt werde ich nicht wieder, nie wieder. Hab versucht, dass es mir was wird, hab mich trotzdem hier und da verirrt und jetzt will ich nicht. Ich will nicht verlieren. Zum Stichwort Kalkkögel muss man schon sagen, Herr Platter, ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist ein Profitgeier und den möchte ich Ihnen an dieser Stelle schenken. Der heißt übrigens Günther. Gell? Ich schenke Ihnen, Herr Platter, also diesen Profitgeier, weil es wirklich unerträglich ist, dass man wirklich diese Ikone der Tiroler Natur zerstören will. Wir werden am 28. April nicht nur eine Landtagswahl haben, sondern auch eine Volksabstimmung über die Kalkkögel und da werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden können, ob sie Herr Platter wählen und damit die Zerstörung der Kalkkögel oder ob sie uns Grüne wählen. Tratter ist mein Name. Tratter, ja, es ist ein bisschen schwierig, man erkennt die Landesräte kaum mehr. Sie trauen sich ja nur mehr aus dem Landhaus entweder im Dienstwagen oder wenn vorne eine Kompanie Schützenspalier steht. Hannes Tratter, eines hat mich schon interessiert, Thema Kalkkögel, wir wollen nicht inhaltlich werden, es geht um den Stil. Das Video von Günther Platter, der Film, positioniert auf der Startseite der Tiroler Volkspartei. Ab Sekunde 9 sind dort als Demonstration der Imposanz, der Naturgewalt Tirols, der Schönheit, der unendlichen Weiten, die Kalkkögel geschnitten. Warum? Ich denke, das wird ein ganz klarer Ausdruck, dass unser Landeshauptmann auch natürlich ein sehr naturverbundener und naturbegeisterter Mensch ist, der seine Kraft und seine Erholung auch ganz stark in der Natur holt. Er hat neulich bei der Diskussion, wie es zum Gange die Sporteinrichtungen, hat er gesagt, die tollsten Sporteinrichtungen, die wir in Tirol haben, sind unsere Berge. Eines muss man aber auch ganz klar sagen und entsprechend anpassen und ich sage also schon, der Naturschutz, der Umweltschutz ist ein ganz wichtiger und auch für die Tiroler Volkspartei ein ganz zentraler Wert und eine ganz zentral wichtige Sache und auch entsprechendes Anliegen. Wissen Sie, was Sie jetzt tun? Sie machen den Touristikern und den Menschen vor Ort jetzt unberechtigte Hoffnungen aus meiner Sicht. Also das ist ganz klar wieder ein Wahlkampfzuckerl und noch etwas. In Neustift bei der Volksbefragung zur Wasserkraft, da hat sie das nicht gestört, dass 85% der Bürgerinnen und Bürger gegen die Ableitung des Stubaier Wassers waren. Da hat der Herr Landeshauptmann gesagt, ja, ist egal, das wissen wir jetzt, aber wir machen es trotzdem. Also da widersprechen Sie sich jetzt selber und das ist nicht in Ordnung. Wenn wir von Demokratie sprechen, dann sollen Sie über Dinge abstimmen lassen, die das Volk tatsächlich abstimmen kann. Und nicht jetzt sagen, ja, ja, da lassen wir jetzt stellen wir uns jetzt aus unserer Verantwortung und lehnen uns zurück. Und dann sagen wir halt, ja, die waren jetzt dagegen. Also so ist es nichts. Herr Schneider, eine Stilfrage auch für Sie. Eine Stilfrage für Sie ist aufgefallen im Wahlkampf, dieses Video, wo die Dame relativ lastiv in die Wahlkabine geht. Eine Frage der Community bei allem, was Gestaltung und Message betrifft. Das ist hinlänglich diskutiert, aber eine Frage interessiert uns noch. Was haben Sie sich gedacht? Wen tönt dieses Video an? Na, das Video sollte die Wählerinnen und Wähler dazu motivieren, einmal zu überlegen, wo mache ich mein Kreuz bei der Wahl. Also es war von politischem Fremdgehen die Rede und wir wollten darauf hinweisen, dass es gut wäre, einmal in der Wahlzelle ein Kreuzel woanders zu machen. Wenn Sie vor 5 Jahren 18% erreicht haben, müsste es Ihnen eigentlich um die politische Treue gehen. 18% auf sich zu vereinen ist relativ viel. Warum wollen Sie einen Fremdgeher? Wir haben die Dynamik, die dieses Video dann erzeugt hat, unterschätzt. Und wir haben was ausprobiert, es haben junge Menschen hier mitgearbeitet. Sie haben probiert. Warum sprechen Sie an Fremdgeher an, wenn Sie froh sein müssen, laut Umfrage 18% wieder zu erreichen? Wir sprechen selbstverständlich die 62.000 Menschen, die uns 2008 gewählt haben, wieder an. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch neues Publikum ansprechen oder neue Wählerinnen und Wähler ansprechen. Trauen Sie sich in einer politischen Landschaft, die derart aufgeteilt ist, demokratisch entschieden, nicht resolut genug auftreten, sondern warnen vor dem Chaos? Ich sage nur mal auf diese Gefahr. Viele Menschen wissen ja zum Beispiel nicht, dass in der Landesregierung das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Die wissen nicht, dass jedes Mal, wenn ein einziger Landesrat nicht aufzeigt, dann ist der Antrag gefallen. Das muss man einfach wissen. Und wenn 4 oder 5 Parteien, die politisch wenig ein, zu bestimmten gesellschaftspolitischen Fragen immer einstimmig sein müssen, ist der Koordinationsaufwand, um überhaupt zum Ergebnis zu kommen, sicher im Vergleich gigantisch. Die Entscheidungen, Herr Landesrat, die fallen bitte schon im Landtag. Der Landtag ist der Souverän und nicht die Regierung. Und wenn wir im Landtag Mehrheiten zustande bringen, hat die Regierung umzusetzen. Und Sie reden jetzt vom Einstimmigkeitsprinzip und das heißt, das kann man jetzt so hindern, dass man dann einstimmig in der Regierung beschließt, man setzt das, was der Souverän beauftragt, nicht um. Gell? Also ich habe keine Angst vor italienischen Verhältnissen. Wir sind schließlich nicht in Italien, sondern wir sind in der ältesten Festlanddemokratie. Und wenn 11 Listen da sind, dann sind sie eben da. Dann muss man vielleicht einmal nachdenken, warum sie da sind. Nicht? Und warum sind sie da? Weil die Leute unzufrieden sind. Deswegen sind sie da, sonst gab es das ja gar nicht. Und zwar haben wir gerade eine Nachricht von einem Programmierer aus Wien bekommen und der schreibt uns, es wurden über 1100 Votes von IP-Adressen gesendet, die der ÖVP zugeordnet sind. Was soll ich dazu noch sagen? Zurück zu dir, Flo. Sprich ihn drauf an. Das heißt, wir haben nicht nur Klatschstudenten bei den Parteiveranstaltungen, sondern auch Voter aus den Reihen der ÖVP. So ist es im Internet, das ist nachweisbar. Herr Tratter, warum braucht es diese Mobilisierung von teilweise bezahlten Personal oder nicht bezahlten Personal, die dann Täfelchen hochhalten, die auf Knopfdruck losapplaudieren? Wo bleibt die reale Faszination? Ich weiß, dass sehr viele, es hat also einen Aufruf gegeben, entsprechend auch zu unterstützen, das hat es sicher bei anderen Parteien auch gegeben, dass auch Mitarbeiter möglicherweise in einem Büro sitzen, entsprechend hier voten. Das ist anzunehmen und zeigt vielleicht auch den hohen... Ja, natürlich. Wir arbeiten lange. In Wahlkampfzeiten und eine Woche vor der Wahlzeit können Sie sich darauf verlassen, sind wir alle 18 Stunden mindestens unterwegs. Die kriegen keine Überstunden bezahlt, außer sie sind diese Studenten, die angesprochenen, die kriegen noch Stunden bezahlt, die restlichen sind entsprechend pauschaliert und viele machen es auch mit Begeisterung, weil sie überzeugt sind von der Idee, die dahinter steckt. Mhm. Aber warum braucht es diese Leute, die Täfelchen hochhalten, die klatschen, die sich im Raum verteilen bei Veranstaltungen und dann auf Knopfdruck losheulen? Warum? Ich denke, das hat etwas mit auch einem professionellen Wahlkampf zu tun. Wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel auch in den USA und Ähnliches, wird ja sowas generell ganz gut gemacht. Wissen muss man aber schon, dass alle diese Jugendlichen, die sich dort zur Verfügung stellen, überzeugt auch sonst in der Parteiarbeit tätig sind. Das ist also eine Veramerikanisierung, das Sie gleichzeitig als professionell bezeichnen. Da fällt aber eines noch auf. Bei Ihrem vorgezogenen Landesparteitag haben sich 98,3% für Günther Platter entschieden. Das ist nach außen wirkend relativ viel. Wenn man jetzt weiß, dass es die Stimmzettel gegeben hat, wo der Name Günther Platter als der einzige drauf war und sozusagen bereits vorgedruckt als der einzig zu wählende Kandidat war, überraschen 98,3% nicht wirklich. Man hatte die Möglichkeit gehabt, das durchzustreichen, mit der Hand jemand anderen einzutragen. Man hat auch, man muss das schon... Sie kennen Vergleiche aus der früheren Zeit. Es hat auch die Zettel gegeben, man hat auch so einen leeren Zettel bekommen, ist auch beim Wahlzettel dabei gewesen und hätte auch diesen ausfüllen können. War das ein Stichwortzettel? Nein, das war kein Stichwortzettel, sondern ein leerer Zettel, wo man entsprechend draufschreiben hätte können. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, sowohl die Person zu streichen oder jemand anders drauf oder Nein, Sie haben nicht zwei Wahlzettel gehabt, sondern es waren nur neutrale extra dabei, die man hernehmen hätte können. Vielleicht, um dem Herrn Platter neben mir kurz zu helfen. Und ich habe mich ein Jahr lang gefragt, was eigentlich diese italienischen Verhältnisse sein sollen, vor denen da gewarnt wird. Und seit gestern... Soll ich Herr oder Frau Philippe sagen? Was Sie wollen. Okay. Seit gestern war es nämlich. Die haben in Italien einen alten Mann zum Präsidenten wiedergewählt. Und wovor die ÖVP offensichtlich eigentlich warnt, ist, dass Herwig van Staa wieder Präsident werden kann. Das ist eigentlich eine Warnung vor Herwig van Staa, die es da gibt. Man muss sich in Innsbruck gleich umschauen. Inzwischen gibt es alte Leute, die dem Herwig van Staa über die Straßen helfen. Ich meine, das sind so schaut es wirklich aus. Das tut man nicht. Herr Mayer, das ist jetzt ein persönlicher Untergriff. Also das tut man sicher nicht. Das ist untergriffig. In einer Diskussion, wo es um den politischen Stil geht. Ich nehme das zurück. Ich stelle dir bei Gelegenheit dann noch eine Frage. Ja. Das finde ich eine Stilfrage, obwohl Sie sich jetzt ein bisschen insofern schon da geoutet haben, mit einem Tiefschlag. Die Frage noch der Selbstdarstellung im Wahlkampf. Sie, Herr Mayer, machen Fanwanderungen, Sie machen Mountainbike-Touren, Sie entwerfen Slogans wie Geh mit Gebi. Sind Sie der Hansi Hinterseer der Grünen? Also wenn der Hansi Hinterseer solche Sachen machen würde, dann wäre ich ihm sehr unten, oder wir versuchen den Leuten die Natur zu zeigen und zu zeigen, dass man auch ohne Auto Natur erleben kann. Beim Hansi Hinterseer habe ich bis jetzt hauptsächlich gesehen, dass Leute halt mit der Gondel irgendwo auffahren und dann gehen sie um den Speicherteich umeinander. Aber wenn unsere Fangemeinde und die grünen Unterstützerinnen und Unterstützer so zahlreich werden wie die vom Hansi, dann soll uns das nur recht sein. Kommen Janina Breitling noch einmal. Ja, Flo, wir haben jetzt das hier irgendwie schwarz auf weiß, woher denn die IP-Adressen bzw. die 1100 Votes kommen. Und das ist die Fallmereier Straße 4 in Innsbruck. Das scheint die ÖVP-Parteizentrale zu sein. Vielleicht wäre das ja nochmal eine interessante Frage, ob das denn tatsächlich sein kann. Die ist dort. Das ist auch interessant. Die machen heute fleißig Überstunden und voten. Die Schlussrunde. Wo, sagen Sie, könnten wir anknüpfen, um einen besseren Stil zu prägen? Mir gefällt am allerbesten, dass die ÖVP zwar mit Chaos droht, aber das Chaos selber plakatiert. Ihr plakatiert einen roten Fiat, der... Frau Haselwanter-Schneider, das ist jetzt nicht der Moment, um nochmal Sarkasmus zu spielen, es ist der Moment, um was Positives auszuweisen. Nein, das gefällt mir wirklich. Also, dass man selber plakatiert, dann haben Sie einen guten Humor. Selber an die Wand gefahren hat, nämlich die Hypo-Tirol-Bank. Und das ist echt bemerkenswert. Also das finde ich bemerkenswert. Treffender hätte man es nicht plakatieren können. Ich hoffe, dieser Humor findet sich nicht im nächsten Video wieder aus Internet-User. Herr Reheis. Zunächst ist es ja nicht verwunderlich, wenn ein Schwarzer in einem roten Auto sitzt, dass er es an die Wand fährt. Aber die konkrete Frage, also ich... bewundere tatsächlich, dass zum Beispiel die KPÖ oder die Piraten jetzt in den Wahlkampf gehen, auch mit einer schier aussichtslosen Situation, wenn man die Umfragen anschaut, dann heißt es aber trotzdem sehr viel und es ist sehr mutig, auf die Menschen zuzugehen und auch mit denen entsprechend Wahlarbeit zu machen und die Programme zu präsentieren. Ich glaube, das ist etwas, was man durchaus auch mit der entsprechenden Hochachtung aussprechen soll. Vielen herzlichen Dank für diese Schlussrunde. Wir dürfen das Voting wie folgt zusammenfassen. Zum allerersten Mal in 3 Sendungen gibt es uns jetzt. Hat es einen Hinauswurf gegeben. Hans-Peter Mayer gar nicht mehr gesehen. Rudi Federspiel gerade noch gehalten. Und die die Bäckerei freut sich über die neuen Sessel und die IP-Adressenauswertung, wie viele Votes tatsächlich sehr eindeutig aus der eigenen Parteizentrale an den Herrn Tratter gegangen sind. Das werdet ihr bei uns nachlesen können, weil wir bemühen uns, die volle Statistik auch aufzubieten. Das wollen wir nämlich im Jagdclub, meine Damen und Herren, auch wenn die Fragen und anscheinend ist das Verlangen groß in der Community, kritisch zu stellen sind, wollen wir ausgewogen und objektiv berichten. Das ist uns wichtig und vor allem wertvoll. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, dass mit 11 Parteien eine TV-Diskussion durchaus vielleicht auch möglich ist. Wir haben das Ganze zum Selbstkostenpreis gemacht, zahlen das aus eigener Tasche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage www.jagdclub.tv das Ganze mitverfolgt. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Und dieser Mann wird am 8. Mai live in der Bäckerei zu Innsbruck spielen. Und jetzt noch einmal. Wir freuen uns auf Jo Stöckholzer und sagen bis zum nächsten Mal. Und das Allerwichtigste, und das trauen wir uns als objektive Bewertungsinstanz dieser Diskussionsrunde, trauen wir uns das zu, geht's wählen. Das ist das Wichtigste in der Demokratie. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Große Träume, du sagst, die braucht doch keiner, ich brauch sie schon. Man braucht nur große Talente, wie Fußball spielen oder Umgang mit Zahlen. Ich glaub nicht auf den Mensch, manchmal bin ich auch verzweifelt.